Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen riesengroßen Adventskalender und zwar ist es der von Hagelshop für Männer. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein schlichter, aber irgendwie auch schöner Adventskalender, ein riesiger Adventskalender, der 10 Euro teurer ist als der für Frauen, der kostet 59 Tacken. Und wir haben einen Weihnachtsmann drauf mit Mütze, Bart und sehr schlichtem Hintergrund, alles einfach schwarz gehalten. Ja, ich bin gespannt, was jetzt die Männer hier erwarten wird und ich würde sagen, wir starten mit der Nummer 1. Von Seb Man Professional Sebastian haben wir 50 ml von dem The Multitasker Hair Beard and Body Wash. Also das ist quasi von Kopf bis Fuß für den Mann. Einfach was zum Duschen und zum Waschen. Ja, so fängt schon mal gut an. Die Nummer 2 ist relativ groß und enthält diese große Tube von Braukmann Attitude Dusche Kräuterkosmetik 75 ml. Ja, da haben wir direkt eine Power Shower mit Aloe Vera und exklusivem Duft steht hier hinten drauf. Fitness Dusche für den Tag. Für jeden Tag. Für Haut und Haar. Cool. Ich merke gerade, warum der Adventskalender für Männer teurer ist als der für Frauen, denn in der 3 haben wir was von Barbour mit drin. Wow, Hydra Plus. Das ist eine intensive Feuchtigkeitsampulle, also eine. Ne, die gibt es ja normalerweise in diesen 7-Tage-Viechern. Und ja, cool. Also ja, nach dem dritten Tag denke ich mir schon, also wenn ich jetzt so die Hagelshop Adventskalender Mann und Frau miteinander vergleiche, wäre ich jetzt am 3. Dezember lieber ein Mann als eine Frau. Crazy Gedanke. Sehr crazy Gedanke. In der Nummer 4 haben wir was von Coine drin. Essential Shampoo. Ja, 1922 bei JM Coine. Ich kenne die Marke nicht. 50 ml ist hier drin enthalten. Und das wird ein Shampoo für die Haare sein. Ja, finde ich cool. Hier haben wir auch so einen Draufdruckapplikator und dann kommt das halt oben raus. Ne? Dann muss man keine Kappe abdrehen und muss dann unter der Dusche rumfusseln. Das nervt manchmal ein bisschen. Ja. Passenderweise haben wir dann am Tag vor Nikolaus, am 5. Dezember, direkt auch den Conditioner dazu. 50 ml sind hier drin. Und ich habe gestern das Video für den Frauen-Adventskalender geschnitten. Es gibt tatsächlich auch auf der Homepage, ne, im Hagelshop, super oft diese 50 ml Größen von den Produkten. Also genau so werden die teilweise halt auch verkauft. Nikolaus gibt uns von American Crew eine Forming Cream mit Medium Hold and Shine. 50 Gramm sind hier drin und damit kann man dann wahrscheinlich sowohl die Haare in Form bringen als auch den Bart. Und die Produkte von American Crew riechen unfassbar gut, finde ich total super. Ja, nice. Am 7. Dezember dürfen die Männer wieder unter die Dusche hüpfen. Da gibt es nämlich was von Molton Brown und zwar Recharge Black Pepper Bath and Shower Gel. Da sind drin 50 ml und ja, das wird ein eher würziger Duft sein. Ja, definitiv. Also das ist auch ein Duft, den wird mein Freund feiern. Also Hammer. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht. Und hier haben wir etwas von M. Mitch. Kenne ich auch nicht. Also ich hatte die Marke schon mal in der Männerbox drin, aber kenne ich so jetzt selber nicht für mich. Double Hitter, 2-in-1 Shampoo und Conditioner, 50 ml. Auch hier wieder so ein oben raus Machvieh. Ich weiß nicht, wie man diesen Verschluss nennt. Leute, wenn ihr wisst, wie das heißt, dann schreibt mir das gerne. Es ist ein Drückverschluss, ich weiß es nicht. Ja, ist praktisch, definitiv. Wie oft sagt sie definitiv? Definitiv zu häufig. Über die Nummer 9 möchten wir uns gerne freuen. Und hier haben wir etwas drin von Maria Nila Slate Quick Dry Wax. 50 ml und das ist vegan und cruelty free. Auch das ist schön, da haben wir ein Hold 5 von 5. Okay, ja, für kurzes Haar, Dry and Damp Hair. Okay, ja, ein Styling Wax. Auch das kannst du wahrscheinlich verwenden für dein Kopfhaar und für das Barthaar. In der Nummer 10 haben wir wieder was für die Haare drin, und zwar ein Shampoo, ein Triple Man Shampoo, System Professional Hair Body and Beard Shampoo, 50 ml, Lipi Code M1, keine Ahnung. Mag ich, finde ich gut, finde ich klasse. Oh, das riecht auch schön angenehm. Eher aquatisch. In der Nummer 11 haben wir ein riesiges Produkt von Goldwell drin, beziehungsweise in Relation zu den anderen Produkten riesig, denn da sind 100 ml drin. Men Hair and Body, ein Shampoo, Recharge Complex, Guarana und Koffein. Also das hört sich nach etwas an, was mein Freund auch mögen würde. Der steht voll auf diese ganzen Koffein-Shampoos und so, ne? Da gibt es auch was von L'Oreal, was er total super findet.
Halbzeit. Die Nummer 12 enthält wieder so ein 100 Milliliter Vieh. Arganiae. Wild Dargan Loro Liquido. Mhm. Hand Cream with Argan Oil and Wheat Germ Mix. Alles klar. Pur Om, also quasi eine Handcreme für Männer. Jo, auch die Männer dürfen eine Handcreme mit drin enthalten haben, finde ich nicht verkehrt. Männerhände sind meistens noch rauer als die von Frauen, weil Männer einfach, ne, Männer machen mehr mit ihren Händen als wir Frauen. Das ist wie das, sind wir mal ehrlich. Also, wenn ich so die Hände von meinem Freund und mir vergleiche oder von mir und meinem Papa und wie auch immer, ja, es ist so. Ne? Und ja, definitiv. Also deswegen ist es ganz cool, dass die Männer dann auch eine Handcreme drin haben. Vor allem 100 Milliliter finde ich schön. Und ja, das finde ich schön. Schön, schön, schön. In der 13 haben wir was von Sebamed mit dabei. Das finde ich cool. Eine Sportdusche 2 in 1 für Haut und Haar, vitalisierend und erfrischend. Deutsche Sporthilfe, Servicepartner für gesunde Haut. Alles klar. 5,5 ist da der pH-Wert. Das ist pH-hautneutral. Und hier haben wir 50 Milliliter drin. Hier haben wir einen Aufmachverschluss. Das finde ich immer super. Und ja, es ist blau. Es ist wirklich blau. Habe ich gerade gesehen. Weiter geht es zu der Nummer 14. Und da haben wir ein Produkt, was eher so unisex ist. Das ist von Wella. Imi, Pearl Styler, ein Styling Gel, da sind drin 30 Milliliter und da kann man dann einfach nochmal einen gewissen Glanz in die Haare mit reinbringen und die Haare stylen. Jo. In der 15 haben wir wieder ein Produkt von Sebman oder Sebastian, Professional Sebastian oder Sebastian drin. 50 Milliliter The Boss Thickening Shampoo. Achso, das soll mit Guarana. Das soll die Haare dann in dem Sinne ja dicker machen, voller machen und ja, schön, ne? Und ich finde dieses Professional Sebastian total super und ansprechend von der Marke, denn so heißt mein Schwager in Spee, Schwibschwager in Spee. Irgendwie so. Und, also nicht Professional Sebastian, sondern Sebastian. Und ich glaube, er findet es witzig, wenn er das in seinem Adventskalender findet. In der Nummer 16 haben wir wieder so einen Tiegel drin von Glint. Matte Effekt Medium Hold Bora Paste 20 Milliliter. Okay, also das ist jetzt mal das komplette Gegenteil von dem Pearl-Gedönsen, was wir eben drin hatten. Wenn man eher auf matt steht. Ich weiß nicht, was man mit einer Bora Paste macht. Ist das so für den Bart? Wow, die Nummer 17 war echt ein großes Kläppchen. Und hier haben wir von Yuti etwas drin. Blackhead Peel-Off-Maske. Tiefenreinigende und hautverfeinernde Gesichtsmaske mit Aktivkohle mit 15 Millilitern. Lässt du 25 bis 30 Minuten auf dem Gesicht und danach hast du keine Blackheads mehr. Ich habe Angst vor sowas. Und bei Männern, glaube ich, wird es auch noch eine Hardcore-Geschichte werden, weil die haben ja auch ganz feine Gesichtshärchen, ne? Also die haben ja im Prinzip noch mehr Haare als ich im Gesicht. Nicht nur im Prinzip, sondern es ist so. ja, würde ich so sagen. Und deswegen, au, tun mir die Männer tatsächlich ein kleines bisschen leid. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember gibt es wieder was für die Haare zum Stylen. Und zwar ein Man Walks Gel. Shine Stronghold. Natural Hair Care Previa Italia. 50 Milliliter haben wir hier drin. Ja, das ist dann wieder, also das scheint so ein Zwischending zwischen Gel und Wachs zu sein. Interessant. In der 19 befindet sich ein eher kleines Tüpchen und da haben wir von KMS Hairplay Molding Paste. Okay, Start Style Finish, 20 Milliliter. Ja, auch das ist dann wieder zum Hairstyling, aber ja, in der Weihnachtswoche bereiten wir uns auf die Weihnachtsfrisur vor. Dementsprechend haben wir da verschiedene Styling-Produkte drin, um zu gucken, was am besten funktionieren wird. Ne? Das ist eine flexible Maske vor allem, eine flexible Styling-Geschichte. Interessant. In der 20 haben wir auch wieder so einen Tiegel drin von Bedhead Mini Manipulator oder Manipulator. Oh Gott, 30 Gramm A Funky Gunk That Rocks. Ich habe keine Ahnung. Also das ist auch irgendwie wieder so ein Haarstyling-Produkt scheinbar, ne? Also irgendwas, womit man seine Haare schön machen kann. Are you cool? Get whacked out hair, spike, twist, dreads or go punky. More mainstream, get body and texture. Okay. Ja, das ist halt für die Haare, ne? Zu Styling-Zwecken. In der 21 haben wir ein Produkt drin, was wir eben, also wir hatten ja eben von dieser Marke auch die Handcreme, von Arganiae Wild Dargan, also irgendwas mit Arganöl, Loro Liquido, das ist ein Bath and Shower Body Foam mit Aloe und Oat. Ja,
100 Milliliter sind hier drin enthalten. Und da können sich die Männer vor Weihnachten dann noch einmal duschen. Finde ich super. Dann ja, ist Weihnachten auf jeden Fall gerettet. In der 22 haben wir was von Redken drin. Und zwar Redken Bruce New York City Grooming Shave Cream. Oh, eine Rasiercreme hatten wir noch gar nicht drin. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und sowas verwendet mein Freund auch ab und zu mal. Das ist total super. Denn so im Gesicht macht er auch gerne so ab und an mal, ne? So eine Nassrasur, einfach um das nochmal richtig fein zu haben. Finde ich total klasse. Ja, nett. Am Tag vor Heiligabend haben wir nochmal was von Redken Bruce hier drin, und zwar Stand Tough Extreme Gel Medium Control High Shine 30 ml. Und damit kann man dann wohl seinen Bart in Form bringen, würde ich jetzt mal so sagen. Also das finde ich auch klasse, ne? Dann ist man auf jeden Fall auch top rasiert und top gestylt für Heiligabend. Und da bin ich mal gespannt, was sich hier drin verbirgt. Yay, von American Crew. Das finde ich klasse. 100 Milliliter sind hier drin von dem Daily Deep Moisturizing Shampoo. Da haben wir natürliche Inhaltsstoffe. Mint Fragrance, okay, das ist nichts für meinen Freund. Der mag nicht gerne diese frischen oder ja, minzigen Geschichten auf der Haut, weil das meistens dann auch so dieses frische Gefühl gibt. Das mag der nicht so gerne, oder dieses kühlende Gefühl. Ja, aber die Marke an sich finde ich total klasse. Und das ist eine schöne Nummer 24, finde ich, ne? Etwas zerstört sieht jetzt unser Kläppchen-Adventskalender aus. Aber, also, wäre ich ein Mann, würde ich mich freuen. Wir haben hier schöne Produkte drin. Cool finde ich auch, dass wir hier so eine Maske mit dabei haben. Dass wir eine Ampulle von Barbour mit dabei haben, ne? Und ein paar Körperprodukte. Nicht so unheimlich viele, aber schon ein paar Produkte, die du für Haar und Körper nehmen kannst. Aber selbstverständlich, weil Hagelshop ist ja auch hauptsächlich ein Friseurbedarfsladen, haben wir hier Haarprodukte drin. Das heißt, mein Freund mit sehr kurzen Haaren, aber mit Bart, kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Hätte man einen Freund oder einen Mann, der vielleicht nicht so unbedingt Haare hat und keinen Bart, würde man den Adventskalender nicht kaufen. Seien wir mal ehrlich, ne? Aber definitiv. Also ich finde es klasse und ja, ich finde es schön. Schöner, gelungener Adventskalender. Gefällt der mir besser als der für Frauen? Da ich die Produkte für Frauen eher verwende, gefällt mir der für Frauen natürlich besser. Aber trotzdem ist der Inhalt hier schon ein bisschen besser gewesen, oder? Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!